trauriges Resultat einer vernachlässigten Erziehung. Ach, wie oft kommt uns zu Ohren, dass ein Mensch was Böses tat, was man sehr begreiflich findet, wenn man etwas Bildung hat. Manche Eltern sieht man lesen in der Zeitung früh bis spät, aber was will dies bedeuten, wenn man nicht zur Kirche geht? Denn man braucht nur zu bemerken, wie ein solches Ehepaar oft sein eigenes Kind erzieht. Ach, das ist ja schauderbar. Ja, zum ins Theater gehen, ja, zu sowas hat man Zeit, abgesehen von anderen Dingen. Aber wo ist Frömmigkeit? Zum Exempel die Familie, die sich Johann Kolbe schrieb, hat es selbst sich zuzuschreiben, dass sie nicht lebendig blieb. Einen Fritz von 7 Jahren hatten diese Leute bloß, außerdem, obschon vermögend, waren sie gänzlich kinderlos. Nun wird mancher wohl sich denken, Fritz wird gut erzogen sein, weil ein Privatier sein Vater, doch da tönt es leider nein. Alles konnte Fritzchen kriegen, wenn er seine Eltern bat, Äpfel, Birnen, Zwetschgenkuchen, aber niemals guten Rat. Dies bewies der Schneider Böckel, wohnhaft Nummer 5 am Eck. Kaum, dass dieser Herr sich zeigte, gleich schrie Fritzchen, meck, meck, meck. Oftmals, weil ihn dieses kränkte, kam er und beklagte sich. Aber Fritzchens Vater sagte, dieses wäre lächerlich. Wozu aber soll das führen, ganz besonders in der Stadt, wenn ein Kind von seinen Eltern weiter nichts gelernt hat? Sowas nimmt kein gutes Ende. Fast verging ein ganzes Jahr, bis der Zorn in diesem Schneider eine schwarze Tat gebar. Unter Vorwand eines Kuchens lockt er Fritzchen in sein Haus und mit einer großen Schere bläst er ihm das Leben aus. Kaum hat Böckel dies verbrochen, als es ihn auch schon geniert. Darum nimmt er Fritzchens Kleider, welche grün und blau kariert. Fritzchen wirft er schnell ins Wasser, dass er einen Plumpser tut, kehrt beruhigt dann nach Hause, denkend, so, das wäre gut. Ja, es setzte dieser Schneider an die Arbeit sich sogar, welche eines Tandlers Hose und auch sehr zerrissen war. Dazu nahm er Fritzchens Kleider, weil er denkt, dich krieg ich schon. Aber ach, ihr armen Eltern, wo ist Fritzchen, euer Sohn? In der Küche steht die Mutter, wo sie einen Fisch entleibt, und sie macht sich große Sorge, wo nur Fritzchen heute bleibt. Als sie nun den Fisch aufschneidet, da war Fritz in dessen Bauch. Tot fiel sie ins Küchenmesser, Fritzchen war ihr letzter Hauch. Wie erschrak der arme Vater, der grad eine Prise nahm, heftig fängt er an zu niesen, welche sonst nur selten kam, stolpern und durchs Fenster stürzen, ach, wie bald ist das geschehen! Ach, und Fritzchens alte Tante muß auch grad vorübergehen, dieser fällt man auf den Nacken, knacks, da haben wir es schon, beiden teuren Anverwandten ist die Seele sanft entflohen. Drob erstaunten viele Leute, und man munkelt allerlei, doch den wahren Grund der Sache fand die wackre Polizei. Nämlich eins war gleich verdächtig, Fritz hat keine Kleider an. Und wie wäre sowas möglich, wenn es dieser Fisch getan? Lange fand man keinen Täter, bis man einen Tandler fing, der, es war ganz kurz nach Ostern, eben in die Kirche ging. Ein Gendarm, der auf der Lauer, hatte nämlich gleich verspürt, dass die Hose dieses Tandlers hinten grün und blau kariert. Und es war ein dumpf Gemurmel bei den Leuten in der Stadt, dass eine schwarze Tandlerseele dieses Kind geschlachtet hat. Hoch entzücket führt den Tandlermann zur Exekution. Zwar er will noch immer mucksen, aber wupp, da hängt er schon. Nun wird mancher hier wohl fragen, wo bleibt die Gerechtigkeit? Denn dem Schneidermeister Böckel tut bis jetzt man nichts zu leid. Aber in der Westentasche des verstorbenen Tandlers fand man die Quittung seiner Hose und von Böckels eigener Hand. Als man diese durchgelesen, schöpfte man sogleich Verdacht und man sprach zu den Gendarmen, Kinder, habt auf Böckel Acht. Einst geht Böckel in die Kirche, plötzlich fällt er um vor Schreck, denn ganz dicht an seinem Rücken schreit man plötzlich, meck, meck, meck. Dies geschah von einer Ziege, doch für Böckel war es genug, dass sein schuldiges Gewissen ihn damit zu Boden schlug. Ein Gendarm, der dies verspürte, kam aus dem Versteck herfür, und zu Böckel hingewendet sprach er, Böckel, geh mit mir. Kaum noch zählt man 14 Tage, als man schon das Urteil spricht, Böckel sei aufs Rad zu flechten. Aber Böckel liebt dies nicht. Ach, die große Schneiderschere ließ man leider ihm, und schnapp, schnitt er sich mit eigenen Händen seinen Lebensfaden ab. Ja, so geht es bösen Menschen. Schließlich kriegt man seinen Lohn. Darum, o ihr lieben Eltern,
Gebt doch Acht auf euren Sohn. Das ist schon ganz schön gruselig, ja.